hallo und herzlich willkommen hier aus Gemünden. Ich stehe mal wieder hier an der bekannten Stelle. Hier fährt erstmal eine 185 Trax 2 oder 1 raus, ich sehe es gerade nicht. Stromabnehmer ist hinten mit einem Containerzug. Herzlich willkommen in Gemünden. So, und da kommt schon der erste ICE, und zwar ist das eine Baureihe 401. Und zwar ist der schon als Elfteiler unterwegs. Der ist nämlich schon als Elfteiler unterwegs. Meine Kamera spinnt gerade ein bisschen. Weil die hat gerade die Aufnahme einfach pausiert, deswegen, also keine Ahnung, sorry an der Stelle. Ich weiß nicht, ob man das schon gehört hat. Sorry. So, in Gemünden die Ausfahrt Richtung Aschaffenburg. Da ist eine Fahrt, HP1. Da kommt gleich ein Zug, wahrscheinlich ein Güterzug, aus Richtung Würzburg. So, aber erst kommt einer aus der Gegenrichtung. Das ist eine 185 mit einem Ganzzug, ne, Kurzzug. Oder 186 als Minzbonbon. In Richtung Schweinfurt bzw. Fulda. So, aus Richtung Würzburg bzw. Bamberg-Schweinfurt kommt eine Baureihe 189 von Hör das Signal Berlin. In dieser speziellen Lackierung mit einem Kesselzug. Super Zug, die Lackierung gefällt mir total. Ist auch eine Baureihe 185. Der Zug ist von der IGE. Und hinten dran, wie gesagt, Kesselwagen von OnRail, Gothic, Milet, OnRail und anderen Unternehmen. Und aus Richtung Gemünden, aus dem Hauptbahnhof, aus dem Bahnhof kommt noch eine Baureihe 440, aber die filme ich jetzt mal nicht. So, aus Richtung Gemünden bzw. Aschaffenburg kommt ein ÖBB Taurus Baureihe 1116 oder 1216, werden wir gleich sehen. Bin jetzt voll aufgeregt. Sind wir nicht so oft. War Baureihe 1116. Hinten dran ein Gemischgüterzug. Mit vielen Containern. Und teilweise auch leeren Wagen. So, aus Richtung Würzburg kommt eine ELL Vectron. Komplett Standardlackierung. Hinten dran sind LKW-Auflieger und teilweise Container. Und der hat scheinbar in Gemünden vorne HP 0.
Weil sonst fahren die hier nicht so langsam durch. So, der Güterzug da vorne hat jetzt gerade Ausfahrt bekommen und direkt dahinter ist eine Vectron. Ich schätze mal auch von ELL. Ich konnte mir jetzt gerade die Lackierung nicht sehen. Sie hat hinten einen Kesselzug, das habe ich schon gesehen. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was für eine Lackierung da ist. Die fährt aber zügig. Nee, das ist eine Smartron. Kann das sein? Nee, von RCB Cargo. Ist diese Vectron eine Smartron oder eine Vectron von RCB Cargo? Keine Ahnung. Schreibt mal in die Kommentare bitte, an alle, die es wissen. Das ist jetzt die neue Lackierung. Sorry für die Verwacklung. Ich bin gerade, als ich mich selber mitgedreht habe, bin ich über das Stativ gestolpert. Sorry. Das ist die neue Lackierung von Rheinbahn. Von der Rheinbahn. Von der Rheintalbahn. So, jetzt. Hinten dran, wie gesagt, ein Kesselzug. Und das sind alles Wagen von CD Cargo, also SSG Drahi. Nee. Doch, oder? Dieses Logo, das ist doch SSG Drahi Cargo, oder? Oder täusche ich mich da? Oder ist es ein Privatunternehmen? Keine Ahnung, schreibt es mir bitte gerne in die Kommis. Ich bin mit den ausländischen Bahnen nicht so hochbegabt wie andere. Ich kenne nur die Unternehmen, aber ne? Ihr wisst schon. Also, der hat jetzt Einfahrt in Gemünden, beziehungsweise HP0 in Gemünden. So, mal wieder aus Richtung Schweinfurt, eine 185er mit einem Autozug von der DB. Dran sind ganz viele Ford Puma Modelle und hier in der Mitte, das sind noch schöne alte DB-Wagen, man hat es gerade gesehen, mit dem alten DB-Logo, also mit dem DB-Keks, super schön. Der ist wirklich sehr, sehr lang und hat natürlich auch HP0. Das ist halt so, da hinten war gerade noch eine 440er, die ist gerade in den Bahnhof eingefahren und die ist dann losgefahren und hinterher halt die ganzen Güterzüge und die sind eben aus dem Stillstand losgefahren und da hinterher kamen auch noch welche und auch noch welche und so gibt es hier in Gemünden halt einen kleinen Rückstau, wie man sehen kann. Und aus der anderen Richtung kommt noch ein ICE 2, wenn ich mich nicht täusche, von der Schnellfahrstrecke, denn da sind ja immer noch Sanierungsarbeiten, schon seit ein paar Monaten. Der kommt jetzt aus Richtung Fulda, nehme ich mal an. Der ist dann die Altbaustrecke gefahren. Fährt gerade durch Gemünden durch und dann hier an mir vorbei. Sehen wir uns gleich. So, als ob ich es gewusst hätte. Ein ICE2 der Baureihe 402. So, der Zug heißt Lutherstadt Wittenberg. Und hier haben wir Steuerwagen an Steuerwagen. Der hintere TF-Diebzug heißt Bergen auf Rügen. Und da ja eben diese zwei Steuerwagen zueinander gekoppelt sind, habe ich gehört, ich bin mir gerade nicht sicher, ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h ermäßigt worden.
Also quasi, wenn man 200 fahren darf, darf dieser Triebzug nur 160 fahren. So habe ich das jetzt verstanden, aber ich nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So, aus Richtung Würzburg. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Kommt eine Vectron Baureihe 193. Ich glaube, die habe ich schon in Italien gesehen. Von ELL. Muss mal gucken, ob es eine neue Lackierung ist. Ja, ist es. Hier den Champion. Habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Aber sehr, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Hinten dran ein Autozug mit geschlossenen Wagen. Sorry. Und aus Richtung Gemünden kommt noch ein Twindex. Sorry, musste gerade die Kamera scharf machen. Ja, und leider sind ganz, ganz viele Graffitis da. Aber das lässt sich eben bei Güterwagen nicht vermeiden. So, aus Richtung Würzburg kommt ein ICE 2 mal wieder. Mit dem Namen Meiningen. Und der hintere Triebzug heißt Altenburg. Und hier ist es wieder wie umgekehrt. Steuerwagen an Triebkopf und hinten dann der Triebkopf, der Steuerwagen. So, wieder aus Richtung Würzburg kommt eine Vectron von entweder MRCE oder Box Express. Und es ist eine Vectron von MRCE. Hinten dran sind zwei Container. Und ansonsten ist der ganze Zug komplett ohne Container. Nee, doch, da hinten sind noch vier Stück. Also insgesamt sieben Container. Sechs Container. Da kommt mein letzter Zug für heute. Denn wie ihr sehen könnt, es ist schon dunkel. Es ist auf der Kamera gar nicht mal so dunkel. In echt ist es wirklich sehr, sehr dunkel. Und ich muss auch zugeben, es ist ein bisschen kälter geworden. Da kommt eine Vectron oder der Smartron mit einem Containerzug. Der hat gerade Halt erwarten. Halt. Mit Vectron Hashtag 57. Thank you.